Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Heute mal etwas anders. Es gibt keinen Vorspann, es gibt keinen Abspann. Es gibt einen Vorabspann. So habe ich ihn jedenfalls genannt. Ja, wir haben am Freitag Kasseler Zwiebelfleisch angesetzt. Unser heutiges Video. Ja, hier habe ich noch so ein halbes angeknabbertes Brötchen mit dem Belag, weil es ist unheimlich lecker. Probiert es einfach aus. Ihr werdet es nicht bereuen, der Zeitaufwand ist gering, wenige Zutaten, aber klasse Ergebnis. Probiert es einfach aus. Ich sag mal, wer sowas mag, ist ein Muss. Ja, wenn euch das Video dann gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, einen netten Kommentar. Über jedes Abo könnt ihr immer unten rechts machen, würden wir uns sehr freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, schönen Sonntag noch. Tschüss. Kühnes Kochkanal. Und das sind unsere Zutaten für unser Kasseler Zwiebelfleisch. Ein Stück Kasseler, Kasseler Lachs ist das. Der hat ca. 850 Gramm. Mehr haben wir nicht genommen. Erstmal zum Ausprobieren. Na, 850 Gramm ist schon eine Menge. Na, schauen wir mal. So, zwei Lorbeerblätter brauchen wir. Einen halben Teelöffel Pfeffer. Das sind 3 Teelöffel Salz, 7 Esslöffel Zucker. So, wir haben hier 4 Gemüsezwiebeln. Da müssen wir mal sehen, wie viel wir davon brauchen. Aber ich denke mal 3 auf jeden Fall. Dann brauchen wir Balsamico. Und zwar so ca. 250 Milliliter. Dann ein wenig Rapsöl. 8 Esslöffel circa. Und 700 Milliliter Wasser. Muss doch ein bisschen weg, ne? Bisschen ja, mein drüber. Gott, ein bisschen mehr drin oder mehr, spielt ja keine Rolle. So, wir machen uns jetzt erstmal dran, den Kassler in dünne Scheiben zu schneiden, die Zwiebel in dünne Ringe und dann melden wir uns wieder. So, Zwiebeln und der Kassler sind geschnitten. Jetzt machen wir uns an die Marinade. In einem Kochtopf erhitzen wir nun das Wasser, Essig, Zucker, Salz, die Pfefferkörner und die 2 Lorbeerblätter. Das Ganze kocht auf. Sobald das geschehen ist, stellen wir es beiseite und lassen es etwas abkühlen. Dann kommt das Öl noch dazu und geschichtet wird mit dem Kassler und den Zwiebeln, wenn die Marinade wieder kalt ist, richtig? Genau, dann sehen wir uns nämlich an gleicher Stelle wieder. So Freunde, die Marinade ist erkaltet. Wir haben schon mal davon 2 Kellen in Anne ihr Behälter getan. Genau, und ihr seht, es ist das Öl noch dazwischen gekommen. Da haben wir jetzt aber auch nur 6 Esslöffel genommen. Und jetzt fangen wir an zu schichten. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Alles volllegen, oder? Ja, erst die Kasslerscheiben, denke ich mal. Dann Zwiebeln, dann wieder Kassler. Eigentlich wie bei einer Lasagne. Okay, aber ich lege es wirklich aus, ne? Ja. Okay, so ein bisschen rüberrutschen. So, dann gebe ich ordentlich Zwiebel dazwischen. Wupp. Also wir haben jetzt 3 Zwiebeln genommen. Mal gucken, wie wir damit hinkommen. Eventuell müssen wir noch einen nachschneiden. Ich glaube es mal nicht. Ich denke, wir kommen damit hin. So. Zwischendurch geben wir, glaube ich, immer ein bisschen Marinade mit bei. Ne? Erstmal noch nicht, glaube ich. Ich mache noch eine Schicht Zwiebeln.
so gefühlt. So, jetzt mache ich einen Schubser Marinade. Das heißt, ein Schubser ist bei Anne, glaube ich, eine Kelle. Bisschen mehr. Nee, sind zwei Kellen. So, nicht ganz zwei. Okay, anderthalb. Okay, so machen wir weiter. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben jetzt alles verbraucht. Zwiebeln haben gereicht. Zwiebeln haben gereicht. Ich bin jetzt gerade noch dabei, eventuell die Pfefferkörner nicht reinzukriegen. Funktioniert nicht so ganz. Ich muss es durchgießen. Pull ich gleich wieder raus. Nein, muss nicht sein. Die können ja drinnen bleiben. Restliche Marinade kommt drauf. Und dann wandert das Ganze in den Kühlschrank. Ja, ich sag mal so für 18 Stunden. Meinst du, so lange? Dann ja, über Nacht. Ja, über Nacht. Jetzt kommen die ganzen Pfefferkörner noch rein. Ja. Sorry, sorry, sorry. So, das war's. Ja, und wir sehen uns wieder zur Verköstigung, ne? Morgen irgendwann werden wir ein Brot aufschneiden und dann das dazu essen. Oder ein Brötchen. Oder so, mein Gott. Auf jeden Fall, wir machen das morgen. Ihr seid in wenigen Sekunden mit dabei. Kühnes Kochkanal.